Willkommen in Ada, Podium. Das große Thema Daten und Umwelt. Wir haben hier eine spannende Podiumsdiskussion gleich, ein spannendes Podium. Datenschutz und die digitale Rettung der Welt. Wo verlaufen die roten Linien? Ihr seid hier richtig, wir haben nur noch nicht angefangen, wir fangen aber jetzt gleich an. Möchtet ihr auf die Bühne kommen? Ich begrüße dann Geraldine de Bastion, sie wird die Moderation jetzt von mir übernehmen und Dankeschön, schönen guten Morgen allerseits. Sonntagmorgen um 10. Also ich freue mich sehr, heute hier zu sein und ich freue mich auch sehr, Sie alle hier heute Morgen oder euch alle hier heute Morgen begrüßen zu dürfen. Das ist auch mein erstes Mal hier im TU Audimax. Eine wunderschöne Bühne und ihr seht auch alle wunderschön aus, wenn Sonntagmorgen um 10. Ich freue mich sehr, die nächste Diskussionsrunde moderieren zu dürfen. Wie schon angekündigt, geht sie zum großen Thema Daten, Datenschutz, Klimawandel und wie wir schneller dahin kommen, unsere Welt zu retten. Vielleicht ein, zwei einleitende Sätze. Wir alle wissen, dass wir viel schneller als gedacht, zumindest nach den letzten Erkenntnissen, Zahlen, Korrekturen dazu kommen müssen, unsere CO2-Emissionen zu reduzieren, klimafreundlicher zu werden, damit unsere Welt nicht ganz so schnell untergeht, wie wir alle befürchten. Und eine Theorie ist, dass in den Möglichkeiten, die uns heute gegeben sind, durch Digitalisierung die Daten, die wir sammeln können, das ein Weg sein kann, wie wir schneller dazu kommen. Das heißt, wenn wir alle besser die Daten nutzen, die wir jetzt erheben können oder auch in den nächsten Jahren erheben können und diese Erkenntnisse aus diesen Daten dazu nehmen, um klimafreundlicher zu werden, dass das dann ein Stückchen dazu beitragen kann, in die richtige Richtung zu gehen. Ob das so ist und wie das so sein kann, was die Voraussetzungen dafür sind, die Rahmenbedingungen dafür sein müssen, das möchten wir jetzt hier in den nächsten anderthalb Stunden mit unseren Panelisten und mit euch diskutieren. Ich darf meine Panelisten vorstellen. Ich freue mich sehr, in dieser Runde sitzen zu dürfen. Svelin Heuss ist seit 2016 Geschäftsführerin bei Greenpeace Deutschland und verantwortet da die Arbeitsbereiche Kommunikation, Fundraising und Digitales. Applaudieren wir allen einzeln nochmal fürs Hiersein. Ladies first. Kathleen Berger ist Politikwissenschaftlerin und Politikberaterin in der internationalen Zusammenarbeit und im digitalen Bereich, arbeitet bei Mozilla und verantwortet da Dialoge mit internationalen Politikforen und zu internationaler Internetregulierung und Policyarbeit, unter anderem mit dem G20 und dem World Economic Forum. Herzlich willkommen, Kathleen. Luis Neves wird auf gebe ich sehr gerne gleich frei, wenn die Diskussion losgeht. Luis Neves ist Geschäftsführer der Global E-Sustainability Initiative, GESI, und baut da Brücken zwischen IKT, Informations- und Kommunikationstechnologien, Klimawandel und Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen. Jetzt kriegt auch eure Seite ein Mikrofon. Und last but not least freue ich mich sehr, Thomas Engelke begrüßen zu dürfen. Er leitet seit 2016 das Team Energie und Bau im Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. Genau, herzlich willkommen. Wie schon gesagt wurde, mein Name ist Geraldine de Bastion. Ich habe eine Agentur für digitales und internationale Zusammenarbeit, die heißt Connectiv, und eine NGO, die heißt Global Innovation Gathering, wo wir uns auch mit der besseren Welt und digitalen Innovation beschäftigen. Das mache ich so. Ja, ich würde gerne damit anfangen, dass wir die erste vielleicht halbe Stunde dieses Panels damit verbringen, erstmal darüber zu reden, worum geht's hier eigentlich? Und uns ein bisschen das ganze Feld zu mappen, das ganze Thema erstmal zu mappen. Dann würde ich gerne im nächsten Schritt über mögliche Konfliktlinien sprechen, um mögliche Spannungsfelder zwischen Klimaschutz und Datenschutz. Und natürlich auch öffnen für eure Fragen und eure Kommentare. Bin auch sehr interessiert zu hören, wer hier alles so im Raum ist. Genau. Damit würde ich gerne auch gleich einsteigen. Ganz, ganz einfach, Klimaschutz und Digitalisierung. Wie hängen diese zwei Themen zusammen? Wo ist die Hoffnung, wenn wir auf eine digitalere Welt schauen und auch auf eine klimafreundlichere Welt? Ich mache einfach mal als erstes in deine Richtung auf. Ja, ich denke, allgemein können wir sagen, wir brauchen die Digitalisierung für den Klimaschutz. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn wir hier in der Runde sitzen. Die Frage ist, was genau braucht es für eine Form von Digitalisierung? Ist sozusagen der zunehmende Datenverbrauch, der dort entsteht, auch wirklich nachhaltig?
Also ist der nicht eben dadurch gespeist, dass wir fossile Energieträger brauchen? Ist der wirklich entsprechend umsetzbar mit erneuerbaren Energien? Das ist eine Kernfrage. Und der Übertrag sozusagen zu dem Thema heute, wo es ja auch um Big Data geht, ist die Frage, was passiert mit den Daten, die damit in Zusammenhang erhoben werden und ausgewertet werden? Und das ist, glaube ich, die Grundfrage, die wir uns stellen müssen. Klimaschutz bedeutet natürlich aus Sicht von Greenpeace, wenn wir in einer Welt leben, die im Prinzip einen steigenden Datenhunger hat und wo wir letztendlich von Datenmengen sprechen, die sich jährlich verdoppeln, dann entsteht natürlich im selben Zusammenhang die Frage, wie kann das wiederum einhergehen mit einer Energiewende? Wie kann das einhergehen damit, dass wir energieeffizient arbeiten? Und ich denke, da sind wir nicht nur in Deutschland, sondern weltweit tatsächlich noch in einem, auf einem Level, der durchaus ausbaufähig ist. Das würde ich erstmal so allgemein in den Raum reinwerfen. Ein letzter Satz zum Anfang und zu dem, was du gesagt hast. Große Konzerne wissen ja schon, wo der Hammer hängt. Sie wissen ja schon, dass sie sich natürlich einzurichten haben darauf, dass sie ihren Energiebedarf zu 100% erneuerbar machen. Apple geht da sehr voran, andere Konzerne sind dabei sehr weit hinten. Und da muss man eben genau hingucken, was machen diese Konzerne? Machen sie es, ist das im Prinzip noch sehr intransparent, wie sie es tun? Kann man das wirklich nachmessen oder nicht? Dazu möchte ich gleich noch kommen, wenn wir so ein bisschen dazu gucken, welche Akteure spielen hier eigentlich welche Rolle. Dankeschön aber dafür, dass du schon mal diesen allgemeinen Spannungsbogen, Digitalisierung bedeutet auch Energieverbrauch, das bringt natürlich eigene Fragen mit sich. Bevor wir zum eigentlichen Kernthema Daten kommen, bleiben wir vielleicht erstmal noch dabei und holen vielleicht von jedem von euch nochmal so ein bisschen die Meinung ab, wo dieser große Zusammenhang ist zwischen Digitalisierung und Klimaschutz. Luis, eine der Schlagzeilen, die dieses Jahr sehr groß wahrgenommen wurden innerhalb dieser Debatte, ist zum Beispiel der Energieverbrauch von einer Blockchain-Transaktion, wo man gesagt hat, das hat dieselbe Energieverbrauch wie ein Kleinfamilienhaus in den USA. Ganz oft wird mit so ein bisschen bedrohlichen Zahlen agiert, wenn wir über Digitalisierung und Energieverbrauch sprechen. Ist das eine Zahl, die einfach so in den Raum geworfen wird und dann so ein bisschen außer Hand gerät? Oder siehst du da auch diese große Spannung, dass wir eigentlich digitalisieren, ohne sozusagen diese Frage nach erneuerbaren Energien und wie wir diesen Energieverbrauch stellen, zunehmend zureichend beantwortet haben? Okay, good morning, thank you very much for the invitation. I like very much this debate because there's lots of conversation around it. And in GSI, in the Global East Sustainability Initiative, we have been following this discussion since 2008. And actually, the discussion started with a report from Gartner, a consultancy, where they were criticizing the industry that our emissions, global emissions, were equivalent to the aviation sector. That was in 2008. So we decided in GSI to do a big report. An independent report that was, let's say, overlooked by the Climate Group in London, which is an NGO, very recognized, and the report was done by McKinsey. And we asked McKinsey three questions. One, what is our footprint? What is the enabling capacity of the industry? And the third question is, what is the business value? Because for companies, the business value is always very relevant. And the conclusion of the report was, they confirmed the 2% of the global footprint of the industry, but what they also confirmed is that the enabling capacity, it was 5 times bigger than our own footprint. So we can impact different sectors like mobility, energy, agriculture, and so on, 5 times more than our own footprint. And then the business value, I cannot remember, it was a couple of billions of euros. What we have done, and I will close because I think that we have time to go in more detail. We've done two additional reports, one in 2012 that we called Smarter 2020 with the same three questions, and we did in 2015 one called Smarter 2030 with the same three questions. In the latest one, the two reports confirmed that the energy consumption global of our industry is going down, is not going up. In 2015, it was 1.25 gigatons of CO2, which was less than the 2% that we calculated in 2008. And the enabling potential was 10 times bigger.
So we are impacting much more the other industry sectors than in 2008. So we have been running these reports every 3 years. Next year we'll be doing another one called Smarter 2030 Reload. And we will take into account blockchain, cryptocurrency, 5G deployment, artificial intelligence developments, and so on and so on. Let's see what's coming out from that. Thank you very much. Vielen Dank dafür. Vielleicht noch eine ganz kurze Zwischenfrage ins Publikum. Hätte ich vielleicht vorher darauf hinweisen sollen. Louis wird, er versteht uns auf Deutsch, wird aber auf Englisch antworten. Bräuchte irgendjemand eine Übersetzung? Ah, ihr habt alle Übersetzungen. Ah, sonst hätte ich euch jetzt in Pärchen verbunden und neue Freunde gemacht, aber mit Technologie geht es natürlich auch. Dann freue ich mich, wenn ihr schon versorgt seid. Eine eher schön auch zu hören, positive Zukunftseinschätzung. Ganz oft, wenn in, ich sage jetzt mal, unseren Bereichen über Smart geredet wird, dann hat das nicht auch immer nur eine positive Konnotation. Wie ist da der Zusammenhang aus deiner Sicht? Ich glaube, zwei Punkte, die man da an der Stelle machen kann, warum ich das auch sehr spannend finde, dass Umweltbewegung und Digitalbewegung hier zusammenkommen. Die Umweltbewegung hat wahnsinnig viel Erfolg gehabt, damit komplexe Begriffe wie Klimawandel, Ozonloch, erneuerbare Energien in die Allgemeinheit zu bringen. Das hat viele Jahre gedauert und hat sehr, sehr viel Energie gekostet, aber um dahin zu kommen, sind Erfolge definitiv zu verzeichnen gewesen. Heute ist das allgemeinverständlich, wir müssen nicht immer jedes Detail verstehen, aber wir wissen, es läuft was schief. Was ich sehr spannend finde, ist, dass jetzt der nächste Schritt in der Umweltbewegung auf digitale Technologien zugreift, um es besser zu machen. Wo jetzt die Digitalbewegung reinkommt und sagt, Moment, das ist das, was wir seit vielen, vielen Jahren machen. Und hier sind die Probleme, auf die wir aufmerksam machen müssen. Das heißt, wir sind jetzt an einem Punkt, wo aus unserer Szene zu sagen, was ist denn smart? Was sind die Konsequenzen? Was sind die Risiken? Das heißt, wir sind an dem Punkt, wo die Umweltbewegung vielleicht in den 70er, 80er Jahren war, wo wir erklären müssen, welche Risiken kommen denn damit einher, wenn jetzt um dem Thema smart, wenn wir in einer Smart City sind und ja, wir können zur Luftverbesserung führen, weil wir den Verkehr besser leiten können. Wir können Energie besser leiten, weil wir Informationen darüber haben, wo sie gerade gebraucht wird, genauso wie Müllabfuhr vielleicht nur dahin fährt, wo tatsächlich Müll statt ist. Wir können sehr viel für die Umweltbewegung tun, wenn wir bestimmte Daten sammeln. Aus meiner Perspektive oder aus der Perspektive von Digitalbewegung muss man dabei aber auch sagen, es entstehen bestimmte Muster, die auch Überwachung bedeuten. Was heißt denn das, wenn der öffentliche Raum digitalisiert wird? Was heißt denn das, wenn jeder meiner Schritte abrufbar ist, wenn meine Geodaten geteilt werden, wenn persönliche Daten, Bewegungsmuster, mit wem ich mich treffe, wann ich mich treffe, wie häufig? Wenn all das auch gesammelt wird, entstehen Profile über uns als Individuen, die sehr stark in bürgerliche Freiheiten und damit auch ein Stück weit in unsere Autonomie eingreifen. Und genau diese Fragen aufzuklären, auseinanderzunehmen und überhaupt aufzudröseln, das ist der Punkt, wo dann tatsächlich Digitalbewegung und Umweltbewegung sehr viel voneinander lernen können. Also Digitalbewegung darum, wie erkläre ich solche Begriffe und Umweltbewegung, wie kann ich mit solchen Risikofolgenabschätzungen besser umgehen, um sicherzugehen, dass ich aufgrund des Ziels Umweltschutz nicht vergesse, dass ich in bürgerliche individuelle Freiheiten eingreife. Dankeschön. Das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Überleitung zu dir, wenn wir über Digitalisierung und Klimaschutz gerade aus Verbraucherperspektive sprechen. Genau. Wo bleibt der Verbraucherschutz in dem Thema? Wir machen regelmäßig Befragungen und bekommen dann als Antworten, dass ungefähr 4/5, also 80% der Bevölkerung positiv gegenüber den Zielen der Energiewende eingestellt ist. So, und wenn wir mal 20 Jahre zurückgucken, da hatten wir ein paar tausend Kraftwerke in Deutschland, die Strom und Wärme erzeugt haben, und heute gibt es über 2 Millionen Erzeuger. So, und das sind die Prosumenten, die auch Konsumenten sind. Und das heißt, die Digitalisierung in der Energiewende ist ein ganz großes Partizipationsprojekt. Und das unterstützen wir, weil das ganz toll ist, wenn die Verbraucher auch einen Anteil bekommen, eine aktive Rolle bekommen, dann können sie sich identifizieren und so tatsächlich diesen Aspekt und damit natürlich auch was für den Umweltschutz tun und den voranbringen. Das ist ein positives Beispiel. Und auf der anderen Seite der Waagschale steht natürlich immer die Frage, es werden ganz viele Daten dazu erhoben. Das muss auch sein, sonst funktioniert dieses Zusammenspiel nicht. Aber das sind eben auch Daten, die von den einzelnen Verbrauchern erhoben werden. Und was passiert damit? Genau.
Genau da wollen wir jetzt ansetzen. Welche Daten sind wichtig? Welche Daten können tatsächlich dazu beitragen, unsere Gesellschaft umweltfreundlicher zu gestalten? Lass uns einfach direkt dabei bleiben und ganz konkret werden. Was sind da die wichtigsten Daten? Um welche Daten geht es eigentlich? Na, ich würde immer sagen, es sind die Daten, die man braucht für den bestimmten Dienst, den man anbietet. Ich könnte das jetzt gar nicht so speziell sagen, aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Big Data, das ist ja zunächst einmal eine Ansammlung von Daten und die können ausgewertet werden mit Algorithmen und diese Auswertungen stehen jetzt zur Debatte. Die Frage ist, was mache ich mit den Daten? Und ich denke, können die Experten sogar hier in der Runde sogar noch besser sagen, was mich jetzt als Konsument und natürlich auch als umweltbewegter Mensch interessiert ist, wie individuell sind solche Daten auslesbar? Genau, dann lass es. Soll ich dabei bleiben oder? Ja, ich glaube, es ist sehr einfach. Wir machen es einfach einmal ganz konkret. Wo fängt, genau, Big Data kommt irgendwo her. Irgendwo werden diese einzelnen Daten erstmal eingesammelt und aggregiert. Woher kommen die? Über welche Daten sprechen wir? Also, ich fange einfach mal an, Begriff in den Raum zu sprechen. Mein häuslicher Energieverbrauch. Der Smart Meter als ein Begriff. Was wird da im Moment erhoben? Was fehlt da vielleicht auch noch an Daten, um mal bei einem Datensatz einfach anzufangen? Kann ich gerne was zu sagen. Gutes Beispiel, Smart Meter. Die Idee war ja erstmal, diese Smart Meter einzuführen, damit auch die Haushalte, also nicht nur die Industrie, sondern auch die Haushalte, Energie sparen können. Was heißt das? Die sollen dann möglichst verbrauchen, wenn viel Strom durch erneuerbare Energien erzeugt wird, also ganz viel Strom im Netz ist. Dann schalte ich meine Haushaltsgeräte rein und umgedreht, wenn weniger Strom im Netz ist, spare ich. Dieser theoretische Ansatz ist super. So, und dann kommt man in die Praxis, man braucht eben dafür diese Smart Meter und die Smart Meter sammeln Daten. Und die Riesenfrage der letzten Jahre war, was passiert mit diesen Daten? Also wann lasse ich meine Waschmaschine laufen, wann lasse ich meine Spülmaschine laufen und so weiter. Und ich kann daraus natürlich Dinge ablesen, ganz einfach zum Beispiel, wenn der Verbrauch fast auf null geht für 6 Wochen oder 4 Wochen oder 2 Wochen im Sommer, dann sieht man, ich bin nicht da. So. Und das heißt, wer bekommt diese Daten? Und jetzt ist es erstmal so geregelt, dass eigentlich diese Daten nur der Messstellenbetreiber, sagt man, das heißt also derjenige, der den Strom und die Infrastruktur zur Verfügung stellt, der soll nur diese Daten bekommen, aber, und dann kommen wir zu einem Einfallstor, wenn die den Verbraucher fragen, darf ich diese Daten auch für andere Dinge verwenden und der Verbraucher gibt seine Einwilligung, dann sind diese Daten erstmal frei und können auch woanders hingehen. So, und da kann ich dann individuelle Verhaltensmuster, Verbrauchsmuster natürlich ablesen und dann gegebenenfalls mit Werbung reagieren etc. Ich habe dazu ein paar Fragen. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass es gerade für den stärkeren Einsatz erneuerbarer Energien sehr wichtig ist, diese Daten zu erheben, weil man anders mit Energieversorgungsschwankungen umgehen kann, die bei erneuerbaren Energien eher zu berücksichtigen sind als bei fossilen. Ist das richtig? Das ist erstmal eine Güterabwägung, ne? Welche Daten ich wirklich brauche, um sie zu verarbeiten auf der einen Seite. Und so wie du es auch bereits erzählt hast, ist es natürlich wichtig, dass Daten erhoben werden, um überhaupt, jetzt in deinem Fall mit dem Smart Meter, auch Grünstrom dann zum Einsatz bringen zu lassen, wenn er wirklich gebraucht wird und damit dafür zu sorgen, dass wir mehr in den Leitungen haben. Ich finde den Aspekt wichtig, dass nochmal geschaut wird, was passiert mit den Daten, werden sie weitergegeben, ja oder nein? Und dann natürlich auch in puncto Datensparsamkeit zu gucken, welche Daten sind notwendig, um verarbeitet zu werden und welche sind es vielleicht auch nicht. Okay, dann nur nochmal wirklich aus der Sicht sozusagen, man hat den Wunsch, dass wir umsteigen auf erneuerbare Energien und diese Versorgung aber eben entsprechend zu halten. Welche Daten von dem privaten Stromversorger sind dafür wichtig? Das weiß, glaube ich, jetzt der Kollege besser. Das wird tatsächlich diskutiert und die den Strom zur Verfügung stellen, auch die Stadtwerke zum Beispiel, die möchten natürlich möglichst viele Daten und sagen, wir hätten gerne auch die Daten von jedem individuellen Haushalt. So, und dann gibt es aber durchaus andere, die sagen, nee, das ist Quatsch, das brauchen wir eben nicht, sondern damit man die Netze
adäquat steuern, verbrauchsgerecht steuern können, effizient steuern können, reicht das völlig aus, wenn wir kumulierte Daten zum Beispiel von einer ganzen Straße haben oder möglicherweise auch Daten von einem Quartier haben. Und das ist genau die interessante Frage, wie weit muss ich das runterbrechen? Und man muss es eben nicht jeweils auf den Haushalt runterbrechen. Mhm. Darf ich direkt einhaken? Gerne. Weil das ist genau quasi einer der wichtigen Punkte, mit denen wir uns auch befassen. Zum einen gibt es ja nicht nur den Strombetreiber, der Interessen hat, sondern auch der Hersteller dieser Geräte hat gewisse Interessen. Und diese Geräte sind ja vernetzt mit dem Internet. Das heißt, ich kann nicht immer kontrollieren, selbst wenn das Gesetz sagt, wir haben aggregierte Daten, was passiert mit den anderen Daten? Das sind Fragen, die wir uns aus datenschutzrechtlicher Perspektive stellen müssen, weil man auch ganz klar sagen muss, wenn diese Geräte miteinander vernetzt sind und ich Bewegungs- und Verhaltensmuster daraus auslesen kann, dass das dominante Geschäftsmodell im Internet ja auf Werbung basiert. Und zwar nicht auf allgemeiner Werbung, die Qualität in den Vordergrund stellt, sondern auf personalisierter Werbung. Das heißt, je mehr ein Werbeanbieter von mir weiß, desto konkreter kann die Werbung sein. Und genau darauf ist es momentan ausgelegt. Das heißt, solche Daten lösen auch Geschäftsinteressen von sogenannten Databrokern aus, die damit sehr individualisiert jemanden ins Visier nehmen, also sogenanntes Microtargeting, was dann auch, ist ein ganz anderes Thema, aber es geht dann zum Beispiel auch um Wahlwerbung. Es geht nicht nur um Konsum, sondern es kann auch noch weiter gesponnen werden. Und das mag so banal klingen wie, ja, mein Smart Meter kann durchaus, ich stimme zu, dass meine Daten weitergegeben werden, aber in der Konsequenz, wenn diese Daten mit meinem Telefon, mit dem ich durch die Stadt laufe und in all den Orten, in denen ich mich aufhalte. Mein Telefon liegt neben Geraldins Telefon. Das heißt, sie wissen, wir sind gerade im gleichen Raum. Daraus kann sehr viel von meinen Interessen, meinem Netzwerk und den Dingen, die mir wichtig sind, abgelesen werden. Zumal man auch nicht vergessen darf, dass wenn die aggregiert werden, dass die Muster, die da entstehen, ja nicht vergessen werden. Und das sind genau dann die Fragen, wann werden diese Daten gelöscht? Wie individualisierbar ist das? Und was ist die Konsequenz, dass ich als Nutzer noch Kontrolle darüber habe, inwiefern das mich dann letzten Endes manipuliert, weil ich gar nicht mehr einschätzen kann, wer eigentlich alles Daten hat, wieso, wo sie verkauft werden und ich werde vor allem am Gewinn nicht beteiligt. Dankeschön dafür. Luis, wir haben jetzt schon anhand dieses allerersten Beispiels nur meinen persönlichen Energieverbrauch zu Hause, der smarte Strommieter, glaube ich schon ganz gut gehört, wo so ein bisschen die Spannungsfelder liegen und aber auch die unterschiedlichen Akteure, die involviert sind. Vom Verbraucher oder vom Prosumenten angefangen, der die Daten liefern soll, über eben den Gerätehersteller, den Stromversorger etc. Ist es aber nicht eigentlich nur eine Frage des Designs, wie wir diese Systeme designen? Wie siehst du das, der auch sich so ein bisschen zwischen der Welt der ökonomischen Interessen und der Umweltschutzinteressen befindet? Thank you. I'm a little bit puzzled with the conversation here, because we talking about things which are cross-cutting. So you are talking about the issue of trust and privacy of data, and then you are questioning about the environmental impact of technology. So the biggest energy consumption in our industry comes from the infrastructure. So it's the mobile infrastructure, the fixed infrastructure and data centers. So that's where the biggest energy consumption. When it comes to data security, smart meters is a very small example. You know, we need to think about data security in all its dimensions. So I enter this building here. I connect myself to Wi-Fi. Immediately, if I have a system in my iPhone that protects my iPhone, which I have, I get a message saying, you are on an insecure environment. So that means my iPhone, if it's not secure, people can get my data from my iPhone. A hacker can get my data. And so do we all realize this? So in this context, what is the relevance of a discussion around a specific product like smart meter? I don't want to be provocative. I think that we need to, if we want to talk about data, its implications and so on, we need to understand the overall dimension on it. It's much, much more complicated. We are moving, and I agree with you, we are moving to a very difficult world where we see new developments like artificial intelligence. There are things happening in our back that we do not realize. And
there is a need for a very deep discussion around this matter, which involves the civil society, the policy, so the political actors, and the companies and the industry. And we are not doing that. So when it comes about this, I like very much, and if you allow me, a citation of Carl Sagan. Give me just 1 minute. We created a global civilization in which its most essential elements, transport, communication, and all other industries like agriculture, medicine, education, entertainment, environmental protection, and even the key institution of any democracy, which is voting, are heavily dependent on science and technology. And I think this is clear to all of us. At the same time, we have also been able to organize everything so that almost nobody understands science and technology. This is the recipe for disaster. We may even be able to live like this for a while, but sooner or later, this explosive combination of ignorance and power will burst our hands. And this is the problem that we need to address when we talk about these issues. So, to finalize and to allow my colleagues to jump into the discussion, we're talking about many different things. So, if you ask me, is ICT increasing the global energy consumption of the world? I tell you, no. ICT is becoming every day more efficient. We dematerialize, we get rid of devices. We are every day more and more efficient. Of course, you can tell me, oh, but there is more data on the internet, there are more photographies, more information, there is more people in the world, it's right. But everything is going more and more efficient, and to finalize with your question, we are designing in a different way. So the design approach to products and services is totally different today from what it was in the past. And that will play a fundamental role because that will close the circle that we are now call it the circle economy. So we design now for circle economy in a way whereby most of the things that we do, either we get rid of all devices or what we design can be put back into the system without the use of additional resources. It was a very broad answer, I apologize, but I wanted to get the conversation a little bit more exciting. I was hoping that, my initial hope was, Deutsch, Englisch. Ich dachte erst, dass wir sehr, sehr praktisch erstmal bleiben und eben über welche Daten, wo sie herkommen. Aber anscheinend haben alle eher das Bedürfnis, eine große philosophische Diskussion heute Morgen zu führen. Das finde ich auch okay. Dann würde ich deinen Kommentar gerne aufgreifen. Vielleicht kommen wir gleich nochmal zurück, was außer Smart Meter auch noch wichtige Daten sind für den Klimaschutz. Aber um das aufzugreifen, dann Ich stimme dir natürlich total zu. Wir brauchen diese tiefgreifenden gesellschaftlichen Diskussionen darüber, was machen wir da eigentlich und wo geht diese Reise hin, was bauen wir uns da eigentlich für eine Gesellschaft gerade. Aber dann würde ich auch gerne provokant zurück in die Runde fragen, während wir versuchen als Zivilgesellschaft oder als Vertreter verschiedener zivilgesellschaftlicher oder Bürgerinteressen diese Diskussion zu führen mit unseren Regierungen und mit anderen Akteuren, sind nicht große Unternehmen dabei, ganz andere Gegebenheiten zu schaffen und Systeme zu bauen, die Fakten schaffen. Und wenn das der Fall ist, nämlich wenn sozusagen die Interessen auf der anderen datensammelnden und Big Data verwertenden Unternehmensseite da sind, müssen wir nicht gleichzeitig auch aktiv vorangehen und unsere eigenen Systeme bauen, also Bürger und Staaten zusammenbauen, damit das Sammeln von Big Data und das Verwerten eben auch für Bürger und gesamtgesellschaftliche Interessen eingesetzt wird und nicht nur für wirtschaftliche Interessen großer Konzerne. Ich kann gerne den Anfang machen, weil natürlich das ist eine sehr große philosophische Frage. Alle Interessen sind grundsätzlich zu berücksichtigen. Und ja, wir sehen gerade im Technologiebereich eine zunehmende Monopolisierung, die auf, wir erzielen Gewinne über persönliche Daten, weil wir im Netz
Services kostenfrei nutzen, aber dafür halt mit unseren Daten bezahlen. Und genau das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, das dominante Geschäftsmodell basiert halt darauf, dass ich so viel über einen Menschen wie möglich weiß, um dann personalisiert Werbung schalten zu können. Natürlich kommt da Macht mit rein, weil diese Unternehmen sehr, sehr groß sind. Ich meine, Facebook ist vor was 12, 13 Jahren gegründet worden, hat mittlerweile Milliarden von Nutzern. Die Wachstumsrate ist enorm. Das darf man auch nicht vergessen, dass dieser Wandel sehr, sehr schnell vonstatten gegangen ist. Deshalb ist es auch völlig selbstverständlich, dass wir noch mit Konzepten zu tun haben, um überhaupt zu verstehen, was passiert da eigentlich. Was ich in meiner Arbeit, ich bin bei Mozilla zuständig für Strategien und so ein bisschen Trendspotting. Was passiert denn eigentlich als nächstes? Was sind die langfristigen Konsequenzen? Was ich wahrnehme in meiner Arbeit ist, dass grundsätzlich, ähnlich wie beim Klimawandel, ein Gefühl dafür da ist, es läuft was schief. Das System funktioniert so an der Stelle nicht, wir müssen was verändern. Es gibt einzelne Akteure, die zu viel Macht haben. Was kann ich denn eigentlich tun? Und das Risiko ist, wenn man kein Vertrauen in das System hat, dass man einfach blind weitermacht, weil man überfordert ist und weil die Komplexität so hoch ist, dass man wie so, weiß ich nicht, das Hase im Scheinwerferlicht, man weiß einfach gar nicht, was man machen soll. Und genau das ist die Herausforderung. Denn solange der Konsument, wir als Nutzer, nicht anfangen zu sagen, ich will was anderes, ich will was Besseres und damit Signale in den Markt senden, dass das System nicht funktioniert, wird sich das System nicht ändern, weil der Profit zu groß ist. Und das heißt, das ist die Herausforderung, die ich sehe, dass einerseits Regulierung zielgerichtet und zukunftsorientiert sein muss. Es bringt nichts, irgendwie pauschal Regulierung anzupassen, weil die muss letzten Endes technologieneutral sein, weil sich die Technik sehr schnell verändert. Das heißt, es muss zielgerichtet sein, was ist das Problem, was will ich denn eigentlich verhindern? Will ich Monopolisierung zerschlagen oder will ich den Nutzer schützen? Ich muss sehr konkret sein, wenn ich Regulierung mache. Und gleichzeitig müssen wir ein Umdenken haben, wo zum Beispiel Unternehmen nicht mehr das Geschäftsmodell der persönlichen Daten muss im Prinzip in Frage gestellt werden. Wie kann ich Unternehmen anleiten, dass sie wieder mehr Wert darauf legen, ihre Marke zu pflegen und ihr Verhältnis zum Nutzer, statt einfach über Klicks und Transaktionen Geld zu machen? Und wie kann ich Nutzer dazu bringen, dass sie mehr fordern, Besseres fordern? Wie bringe ich den Nutzer uns als Individuen dazu, zu verstehen, dass wir Kontrolle haben und dass wir diese Forderung stellen können? Und ich glaube, das ist genau die philosophische Sprache. Insofern, ja, Unternehmen haben sehr viel Macht, aber es kann sich auch was verändern. Ich würde gerne das auch an dich weitergeben. Wie ist es aus deiner Sicht? Müssten, oder um es nochmal anders zu formulieren, müssten nicht gerade zum Beispiel Greenpeace und der CCC ihre eigenen Smart Citizen, Smart City Konzepte vorlegen und ganz arg auch in die praktische Entwicklung gemeinsamer Systeme gehen, damit es eben nicht IBM das Feld überlassen ist, zu definieren, was eine Smart City sein soll? Wow, das ist jetzt die Frage Plattformkapitalismus versus Umweltschutzorganisation. Wer ist mächtiger? Und da würde ich immer noch mal sagen, es sind leider die Plattformkapitalisten. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und wie du eben gesagt hast, wir haben einen Markt, der definiert wird von wenigen Monopolisten. Und diese Monopolisten bestimmen das Geschäft, bestimmen den Markt. Und man muss es leider auch sagen, ich meine, da sind wir in Europa und in Deutschland nicht gerade, haben wir nicht gerade die Nase vorn, die bestimmen halt die wesentlichen Innovationen. Und sie bestimmen auch letztlich durch ihre Innovationsfähigkeit, wie mit welchen Algorithmen eben Daten aus- und umsetzbar sind. Ich würde uns zutrauen, dass wir als Umweltschutzorganisation in der Lage wären, beispielsweise eine Mobilitäts-App zu entwickeln. Aber ich würde uns nicht unbedingt zutrauen, dass wir sie in derselben Art und Weise weiterentwickeln und auch vertreiben können, wie es natürlich ein Konzern kann. Und da sollten wir uns auch nichts vormachen an der Stelle. Braucht es da nicht vielleicht auch neue Allianzen? Also neue Allianzen, wie die eben von mir vorgeschlagene, die ich gerne aufgegriffen sehen würde, aber die eben dann auch mit politischen Akteuren, mit Regierungen, mit Städten, mit Entscheidungsträgern. Ich wohne sehr viel solchen Konversationen bei und erlebe eben ganz oft so ein bisschen diese Ohnmacht aufgrund der großen Wirtschaftskraft und aufgrund der großen Innovationskraft auch, die du angesprochen hast, digitaler Konzerne. Aber ich erlebe auch von allen politischen Seiten eigentlich die Offenheit für Alternativen. Nur irgendwie scheinen wir nicht aktiv darum reinzugehen, diese Alternativen zu entwickeln. Ja, darauf nochmal die Antwort. Also wir kommen ja vielleicht auch nochmal auf diesen Bereich Mobilität. Wenn du dir jetzt mal anschaust, wo die Autokonzerne stehen, hat man den Eindruck, und das ist ja nun etwas, was wir auch momentan gerade in unseren Kampagnen sehr treiben, sie hängen halt an ihrem Verbrenner dran. Die Modelle, die letztendlich für sie in Zukunft interessant sein könnten, wäre ja, vernetzte Mobilitätsangebote zu schaffen. Und VW
auf der einen Seite tief verstrickt in einen Dieselskandal und auf der einen Seite überhaupt nicht in der Lage, schnell die Kapazitäten umzurüsten auf E-Mobilität, geht auf der anderen Seite hin und schafft interessante neue Konzepte. Und da gibt es jetzt eins in Hannover, da gibt es Sammelbusse. Diese Sammelbusse sammeln dich über eine App ein. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo stehe an einer Straße, beispielsweise hier vor der Tür, dann sind auch noch drei andere Leute in der Gegend und deren Bewegungsdaten werden ermittelt. Und dann können wir gemeinsam abgeholt werden mit einem kleinen Bus, der, keine Ahnung, groß ist für 9 Personen. So, was passiert da? Meine Bewegungsdaten werden natürlich gesammelt, andere persönliche Daten werden gesammelt und VW macht das jetzt an der Stelle. Weil die als Konzern versuchen natürlich auch auf solche Geschäftsmodelle draufzugehen. Jetzt müsste man die Frage stellen, ist das etwas, was jetzt VW beispielsweise, die nächste Welle von Innovation und aber auch von Einnahmen generiert, die sie ja brauchen. Sie brauchen ja umsatzträchtige neue Geschäftsmodelle. Sollte dieses Geschäft lieber in anderen Händen liegen und natürlich in Händen derer, die auch von vornherein sehr ethisch darauf gucken, was mit den Daten passiert. Die dritte Frage, die ich aber auch stellen würde, wo ist auch der Gesetzgeber gefragt, zu sagen, egal in welcher Größenordnung und ob nun ein Konzern oder ein anderer Anbieter solche Dinge auf den Markt bringt, wir haben eine Regulierung, die in der Lage ist, sehr tief durchzugreifen und sehr genau zu unterscheiden zwischen dem, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Ich habe nur kurz gezuckt, weil mir auch eingefallen ist, die BVG macht es ja auch. Ne? Oder so ein Startup wie Clever Shuttle macht es ja auch. Deswegen ist es eigentlich ein sehr schönes Beispiel gerade, was du angebracht hast. Ja, das machen große Konzerne, aber es gibt eben auch andere Alternativen, entweder kleinerer Unternehmen oder die auch gerade mit E-Autos und versuchen das Ganze auch wirklich sozusagen ökologisch durchdacht aufzuziehen oder eben auch von der Stadt. Ne? Also ist nicht vielleicht auch wirklich dieses Potenzial schon da? Man müsste nur gucken, wie geht man stärker in eine Richtung, wo, ich nehme es jetzt einfach schon mal vorweg, die Gespräche nach für Lösungen, die am Ende kommen, für Privacy by Design solcher Modelle und eben, wie schon nochmal Stichwort neue Allianzen. Darf ich ganz kurz was dazu sagen, weil ich glaube, das ist ein spannender Aspekt mit diesen Mobilitäts-Apps, um nochmal die Lanze Mozilla, Open Source. Ich finde, wenn der Staat oder die Stadt zum Beispiel was fördert, man kann auch das verpflichtend machen, dass der Code Open Source ist, weil dann die Apps quasi auch in anderen Städten weiterverwendet werden. Das heißt aber nicht, dass der den Bus fährt, wird ja trotzdem dafür bezahlt. Das ist so das Kollektivo-Prinzip. Ne? Ich bezahle dann halt nur 5 Euro statt für ein Taxi 20 Euro oder was auch immer die Preise sind. Das heißt, der Profit ist ja trotzdem da, aber die Daten und das Prinzip, das System muss nicht jedes Mal neu erfunden werden und ich brauche nicht für jede Stadt eine App und habe dann irgendwie 100.000 App auf meinem und dann brauche ich einen Browser, um die Apps auf meinem Handy zu finden. Also man kann halt auch mit Open Source viel gegensteuern und damit bestimmte auch Silos und Monopolisierung vielleicht aufbrechen, weil einfach die Möglichkeit besteht, das dann auch für andere Bereiche zu adaptieren. Wenn man nach, du hast schon das Open-Wort gesagt, deswegen möchte ich ganz kurz dabei bleiben. Wenn man nach Open Data und Klimaschutz googelt, zumindest war das meine persönliche kurze Erhebung vor diesem Panel, dann ist es eigentlich sehr schön. Und zwar findet, also die ersten 3 Seiten Google Städte, jede Stadt. Städte, 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 viele deutsche Städte darunter. Und es hat mich eigentlich, im ersten Moment hat es mich ermutigt, weil ich dachte, ach toll, es hat anscheinend fast jede deutsche Stadt mittlerweile eine Open Data Initiative, die sich irgendwie auch ökologisch versteht und in Sachen Klimaschutz relevant sein soll. Und dann habe ich mich gefragt, wie ist das eigentlich A, auf der bundesweiten Ebene oder auf der internationalen Ebene? Ist das nur eine Sache der Gemeinden, Kommunen und Städte? Oder inwiefern wird sowas dann eben auch im nationalen Diskurs weiterverwendet? Und dann habe ich mir im zweiten Moment gedacht, vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, wäre das noch viel sichtbarer gewesen. Also wir reden mittlerweile natürlich ganz, ganz viel über Big Data. Wir reden auch ganz, ganz viel über diesen ganzen Smart City Diskurs. Wir reden immer weniger über Open Data und über den Teil der sozusagen der Datennarrative, würde ich jetzt einfach mal sagen, die eben offen, gemeinnützig, frei zugänglich und nicht in der Hand nur kommerzieller Interessen liegt. Warum? Gut, ich versuche mal was dazu zu sagen, wobei das jetzt nicht direkt was mit Verbraucherschutz zu tun hat. Aber das ist natürlich genau der Vorteil, dass ich natürlich auch jetzt mit Daten und Datenkreierung und Datennutzung natürlich auch Plattformen betreiben kann, die ich vorher hätte nicht betreiben können. So, und wenn die Daten offen sind und wenn es freiwillig ist und wenn es nicht akkumuliert wird,
dann sind das ja Riesenvorteile. So, und ich meine, und wir sind vernetzt, wir wollen vernetzt sein, jeder kann das nutzen, das ist ganz klar ein Riesenvorteil. So, schwierig wird es immer dann, und das ist ja schon angesprochen, mit Macht und Ohnmacht. Das heißt, wenn ich fange immer mit kleinen Strukturen an, die wachsen, die werden größer und irgendwann komme ich zu Oligopolen und dann komme ich vielleicht zu Monopolen. Und alle wollen gerne Daten sammeln und akkumulieren, aber wenn das eben zu groß wird, dann wird es schwierig, dann fängt man vielleicht auch an, darüber nachzudenken, die zu gebrauchen, wofür das vorher nicht abgemacht war oder vielleicht auch zu missbrauchen und so weiter und so fort. So, und wir sind dann immer da, oder sehr häufig damit konfrontiert, dass man sagt, ja, aber der Verbraucher kann das doch alles selber entscheiden. Wir haben den mündigen Verbraucher und der kann ja immer ja, nein sagen, wofür denn die Daten verwendet werden sollen, wo ist denn das Problem? Haben wir doch gar nicht, oder? So, und dann haben wir einerseits nicht den Verbraucher, sondern wir haben ganz verschiedene Gruppen. Wir haben Technik-Nerds, die das super cool finden, Vorreiter. Wir haben Leute, die sind passiver. Wir haben Leute, die sind ängstlich. So, das sind ganz verschiedene Gruppen. So, und wie schützen wir denn jetzt diese ganzen Verbraucher davor, dass eben die Daten nicht gegen ihren Willen irgendwo akkumuliert werden? So, und das ist ein riesen, riesen Problem. Und letztendlich, und das ist angeklungen, ist ein ganz wichtiger Punkt, obwohl es viele nicht gerne hören wollen, ist Regulierung. So, ich brauche Gesetze, damit ich schützen kann und diese Rechte einfordern kann. Und das kann ich auf nationaler Ebene machen, viel besser als auf europäischer Ebene. Das passiert auch, aber das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Baustein. Dankeschön. Ich habe noch ein, zwei Fragen, die ich gerne auf dem Panel besprechen möchte, bevor ich es gleich für euch alle öffnen möchte. Du hast eben so ein bisschen mitgenickt, man braucht Regulierung. Ich bin persönlich keiner von diesen Post-Privacy-Menschen, aber man könnte auch sagen, wir brauchen einfach eine komplette Kehrtwende in dem ganzen Denken, wie wir gerade umgehen. Vielleicht öffnen wir einfach das alles, nehmen die Wettbewerbsvorteile sozusagen weg, weil wir ganz viel Offenheit forcieren. Wir forcieren Offenheit von künstlichen Intelligenzen, die irgendwie im öffentlichen Bereich stattfinden, die irgendwie öffentlich relevant sind. Wir sorgen dafür, dass Datensätze offengelegt werden, dass sie jeder nutzen kann. Manche Leute können dann auch ein Geschäft draus machen, aber vor allem kann die Gesellschaft einen anderen Nutzen draus ziehen. The question of open data is very interesting. I want to start with a point. So, for people to have open data, you need an infrastructure, right? So if you need an infrastructure, someone has to pay for it, which are the companies. The companies want to make money. If they have an infrastructure, if they have to invest, if Deutsche Telekom in Germany is investing in 5G, it will cost billions of euros. Then you have the infrastructure, and then you say, okay, now you have my infrastructure, but everything that runs on my infrastructure is open, is shared. So you don't make any money. So you cannot run the business. You have no jobs. So open data is interesting in specific areas, and is many times used to develop business models. So if you look at, so Facebook at the beginning was still maybe today an open data platform. You share everything. WhatsApp, you share, now it's closed and so on, but you have different solutions where you share, you communicate, and then you develop a business model because your data is being used, is being manipulated, is being treated, and you don't know how. So we need to be very careful about these discussions because there are different implications around it. And I am of the view, as you said, that we need regulation because what is happening today in the world with the developments that we are, disruptive technologies that are coming into the market, like those coming from the artificial intelligence, we are in a very in a very difficult situation where our own existence as human beings is being threatened. And we need to be aware of this. We need to understand that the new developments in technology that are taking place are overcoming the human capacity. And these are things that are happening every day. And we're talking about the same thing. We're talking about data, we're talking about technology. And
And therefore, we need to step back, have a discussion and say what we need to do to avoid the disaster. And for that, we need the regulation, we need people that understand the technology and that needs to put in measure the right mechanisms to avoid the problems that we will probably be facing in the future. So what we're talking here is about basic human rights at the end of the day. If we do not use the data properly, we are threatening our children. You know, can you imagine how many children go to YouTube using WhatsApp and so on? Do you know what they do? Do you know what can happen? So child safety is a huge issue. You have others like, well, I will stop because you have another question. Ja, ich würde gerne ketzerisch, eigentlich bin ich sehr froh, dass diese große Güterabwägung, dieses große Entweder-Oder gar nicht aufgetaucht ist. Und jetzt ärgere ich mich fast ein bisschen über mich selber, dass ich es jetzt in den Raum werfe. Aber ketzerisch dazwischen gefragt, ist es nicht so, dass bevor unsere Welt an der bösen Überwachungsgesellschaft zugrunde geht, wird sie wegen Klimaerwärmung zugrunde gehen? So, we have five big challenges in the world. And we need to take care of them all at the same time. One is climate, one is artificial intelligence, one is growing inequalities. You have more and more people on the top and people in 98% of the world is living on the verge of a very difficult situation. You have the resources problem, that is a huge problem. So all these things are coming together. And then you have a growing population in the world. So in 2100, we will be 11 billion people in the world. So what we're talking about here is a recipe for disaster. So you don't have resources, but you have more people. So you are complicating the situation, right? You have a thing that you do not control, like artificial intelligence, that threatens jobs. So in the future, you know, I give you an example. A company in China called Foxconn used to employ 1 million people. Today they employ 600,000 because 400,000 are robots. And so all these things come together and they go around technology. Okay, das ist richtig, aber ich glaube, du hast vollkommen recht und ich möchte auch gar nicht absprechen, dass es nicht alles zu einem Komplex dazugehört. Aber bevor wir jetzt zur Automatisierung und Jobvernichtung durch Roboter kommen, würde ich es gerne noch ein bisschen weiter thematisch eingrenzen. Aber ich glaube, du hast einen wichtigen Punkt aufgeworfen und zwar die internationale Perspektive. Katrin, ich lasse dich auch gerne allgemein dazu antworten, aber ich finde es schon interessant, weil es kommen ja diese beiden Konfliktlinien genau da zusammen. Die ärmsten Menschen der Welt haben am wenigsten Datenschutz, die ärmsten Menschen der Welt sind am meisten von Klimakatastrophen betroffen. Genau, ich wollte gerade sagen, so big picture, wie all diese Punkte zusammenhängen. Und ich würde es gerne mit dem Open Data, was ihr vorher besprochen habt, verbinden, weil gerade wenn man sich das große Ganze anguckt und diese Schere, die besteht zwischen Arm und Reich und dass die Konsequenzen sowohl von Digitalisierung als auch von Klimawandel die bereits Schwächsten noch härter treffen, ich finde es sehr spannend, dass ausgerechnet Städte Open Data sind, weil ich glaube, wenn ich mir Trends angucke und für Strategieentwicklung und wie geht man damit um, wir suchen nach Quellen von Vertrauen. Es ist ein ganz natürliches menschliches Bedürfnis nach Sicherheit und ich brauche irgendwas, was ich vertrauen kann, was mir Orientierung darin gibt, wie ich mich im Leben zu bewegen habe. Und das ist zunehmend schwer, weil alles globalisiert ist, weil alles digitalisiert ist und weil wenig öffentliche Quellen des Vertrauens sind. Also es hat mit Missinformation etc. zu tun, mit steigenden Populismuszahlen. Es hat ja einen Grund, dass der Populismus im Wachsen ist. Und ich glaube, wenn Städte quasi als Vertrauenszentren zum Beispiel mit Open Data arbeiten, mit lokalen Initiativen, dass es Menschen eine Orientierung gibt, zu sagen, hier ist ein Aspekt der Stabilität. Und dann geht es weniger darum, dass es national oder europäisch koordiniert ist, sondern dass Städte untereinander sich austauschen können. Das heißt, wir haben ein dezentrales System, was uns Vertrauen schafft, was aber gleichzeitig es uns überhaupt ermöglicht, Anfangspunkt zu haben, bestimmte Gespräche zu führen und halt zu fragen, welche Daten will ich weitergeben. Meiner Stadt vertraue ich vielleicht eher als einem großen Staat. Und ich sehe da sehr viel Potenzial drin, rein psychologisch, um damit weiterzugehen. Und es gibt Initiativen, beispielsweise Barcelona, Amsterdam, New York haben die sogenannte Digital Rights Smart City Initiative gestartet. Und da heißt Smart City im Zweifelsfall nicht intelligentes Verkehrsmanagement, sondern
Die Bürger werden gefragt, was sind denn die Teilhabemechanismen, die ihr wollt? Möchtet ihr gerne, dass die Bibliothek besser ausgestattet ist? Wo kann ich bestimmte Informationen bekommen? Wie kann ich darüber entscheiden, wo Gelder hinfließen? Und ich glaube, genau das, dieses Mitnehmen der Leute, wird letzten Endes auch im Klimawandel helfen, weil ja, bevor wir uns irgendwie in jegliche Freiheiten abschaffen, haben wir ein Problem mit dem Klimawandel. Aber vielleicht können Städte tatsächlich als Felder für Diskurse, um uns wieder daran zu erinnern, funktionieren. Dankeschön dafür, Kathleen. Ich finde, ja, man darf auch ruhig zwischendurch applaudieren. Ein ganz, ganz fantastisches Beispiel und an der Stelle vielleicht nochmal eine Lese- oder YouTube-Empfehlung an alle, nicht nur letztens bei der FES, sondern bestimmt auch bei allen vielen anderen Gelegenheiten hat die fantastische Francesca Bria, die zum Teil dieses ganz alternative Smart City Konzept entwickelt hat, gesprochen und auch wirklich ganz toll gesprochen und erklärt, wie diese Grassroots, diese Bottom-up Initiative von ihr funktioniert, wo ganz verschiedene Elemente dazukommen, eben Open Data eine wichtige Rolle spielt, aber auch das Konzept von Fab Labs und DIY-Fabrikation zu klimafreundlichen Lösungen im städtischen Bereichen dazugehört. Ich würde gerne nochmal, also ihr könnt gerne auch dazu kommentieren, aber ich würde ansonsten nochmal eine große Frage, vielleicht auch ein bisschen naive Frage in den Raum werfen, bevor wir es jetzt öffnen. Wir haben bisher die ganze Zeit von Daten gesprochen, die von Bürgern, von einzelnen Menschen erhoben werden, die fürs große Ganze wichtig sind. Wir haben, und das ist, finde ich, auch zumindest für die Diskussion und zu dem Thema, die ich bisher verfolgt habe, ganz kennzeichnend, nicht über Industriedaten gesprochen, sondern wir suchen die Verantwortung eigentlich immer beim Bürger, beim Individuum, wie es auch ganz oft suggeriert wird, wenn es eben zu klimafreundlichen Verhalten, umweltfreundlichen Verhalten geht, bevor wir an die Konzerne gehen, bevor wir an die großen Energieverbraucher gehen. Warum ist das eigentlich so? Wenn wir über Regulierungen sprechen, wenn wir über Open Data sprechen, müssten wir nicht viel stärker, ich gucke euch jetzt einfach beide an, auf diese Konzernebene schauen und es eben auch verpflichtend machen, unter der Gefahr, dass sich das leicht sozialistisch angehaucht anhört, da bestimmte Daten, bestimmte KIs etc. einfach offen zu legen? Ich kann fast nur sagen, 100%ige Zustimmung. Ne? Es wird versucht, natürlich mal ganz viel Verantwortung auf das Individuum, auf den Verbraucher runterzubrechen. Und da, wo, sagen wir mal so, immer da, wo Partizipationsmodelle, Open Sources entstehen, wunderbar. Das sind die positiven Beispiele. Und das andere ist eben wieder diese Akkumulation von Daten, von Macht in wenigen Händen. Da sind wir dann bei den großen Unternehmen. Und ich mache mal ein Beispiel aus dem Energiebereich. Wir haben auch in Deutschland Monopole bei den Netzen, die Netzbetreiber. Es gibt nur ein Netz. Ich lege ja nicht 10 Netze parallel, sondern ich habe nur eins. Es ist in Ordnung, dass das ein Monopol ist. So, und dann ist doch aber völlig, also für uns völlig klar, völlig selbstverständlich, dass diese Monopolisten bitte doch ihre Preisstrukturen offenlegen. Hat auch was mit Daten zu tun, mit Daten und mit Geld. Ist aber nicht so. So, und wir versuchen das, oder wir kritisieren das seit Jahren und wir wissen nicht, wie die ihre Preise machen. Das ist ein Unding, ja, ist ein schönes Beispiel. Und da kommt man aber letztendlich, also der einzelne Verbraucher hat überhaupt keine Chance. Und es ist auch nicht richtig und unfair, den Verbraucher oder das Individuum sozusagen mit dieser Verantwortung alleine zu lassen. Und es geht nur umgedreht, indem ich erstens in den regulativen Bereich geht, sprich Gesetze mache, und das hat dann viel mit Lobbyismus zu tun, wer setzt sich durch, und das sind häufig dann Partikularinteressen von Einzelnen, die sich sehr gut durchsetzen. Das ist nicht gut, aber man muss sehen, dass das so ist. So, und dann ist noch ein ganz wichtiger Punkt Transparenz, Information, Labeling. Wenn es gute Kennzeichnung gibt, die fußt auf gesetzlichen Standards, dann hilft das Verbrauchern viel, weil die sehen nur praktisch ein Bild. Und wenn das aussagekräftig ist und hinterlegt ist, ist das sinnvoll, und da habe ich eine Hilfe. Ja, Lobbyismus. Ja,
Also ich kann es jetzt nur stützen, was du gesagt hast. Ich denke, es gibt eine heillose Überforderung. Das würde ich ja von mir persönlich auch sagen. Ich weiß ja nicht, wenn ich in der Regel immer einfach einen Klick mache bei Datenschutzerklärung, akzeptiert, was mit meinen Daten passiert. Und wenn ich dann lese, dass es auch möglich ist, in Zukunft nicht nur aggregierte Daten herzustellen und mich darin zu targetieren, sondern auch bis auf Persönlichkeitsmerkmale genau herauszufinden, was ich als Individuum wirklich will und brauche, dann wird es wirklich brenzlig. Und dann kommen wir in einen Bereich, da wird tief in Persönlichkeitsrechte eingegriffen. Und ich glaube, dass der Gesetzgeber eben noch überhaupt nicht weiß, was da alles auf uns zukommt. Denn es gibt ja diese Studie, die kennst du vielleicht auch, von der Cambridge-Universität. Da haben die 600.000 Nutzerdaten von Facebook ausgewertet und haben mal angeschaut, wie tief konnten sie eigentlich in die ganz persönlichen Interessen bis hin zu Einstellungen und Persönlichkeitsmerkmalen erkennen, mit wem sie es zu tun haben. Und das ging so weit, dass sie identifizieren konnten, beispielsweise so etwas wie Homosexualität, Religionszugehörigkeit etc., ohne dass diese Menschen sich mit ihren Likes darauf bezogen haben. Also es war nicht ein Klickverhalten, das gesagt hat, diejenigen sind homosexuell, die hetero, sondern sie haben im Prinzip über einen Algorithmus bestimmen können, wie die gesamten Persönlichkeitsmerkmale aussahen. Und wenn man jetzt zurückkommt auf das, was du gesagt hast, und es ist in Zukunft möglich, so individualisiert zu targetieren, dann braucht es einen Gesetzgeber, der sagt, sorry, das geht nun mal nicht. Ne? Weil dann sind wir in den Persönlichkeitsrechten drin und dem müsste ein Riegel vorgeschoben werden. Ich glaube, wir machen jetzt an der Stelle mal auf für Publikumsfragen. Da geht schon eine Hand hoch, sonst hätte ich euch jetzt erstmal ein bisschen was gefragt, aber dann bitteschön. Da, ja. Es gibt zwei Personen, die mit Mikrofonen zu euch kommen. Wir können natürlich auch gerne so ein bisschen näher rankommen, dann sehen wir euch auch. Das ist auch schön für so ein bisschen Morgengymnastik. Bitte schön. Es geht allgemein. Guten Tag. Also hervorragende Diskussion. Ich bin begeistert, diese ganzen unterschiedlichen Ebenen innerhalb einer sehr kurzen Zeit zu sehen. Ich würde mich jetzt kaprizieren auf zwei, drei Aspekte, denn ich will jetzt auch nicht ewig reden, aber das Thema der philosophischen Betrachtung der Regulierung ist natürlich eigentlich der Ausgangspunkt, wenn man sich überlegt, dass Regulierung ja nicht negativ ist, obwohl es von vielen Lobbyisten als negativ verkauft wird, sondern dass auch Unternehmen, also zumindest auf der CEO-Ebene, durchaus bereit sind und akzeptiert haben, dass Regulierung beispielsweise im Research- und Development-Bereich eine sehr, sehr wichtige Funktion hat. Dazu gab es beispielsweise eine Initiative im Jahr 2007 mit einem offenen Brief an Tony Blair seinerzeit von BP und Esso und so weiter, die ganzen Ölunternehmen, die sich dann eben auch dazu erklärt haben. Das hätte auch wiederum eine... Wir finden es in Deutschland mit der Diskussion über Biogas. Ich will jetzt nicht in Detail gehen. Also Regulierung ist sicherlich ein Punkt, den wir weit im Blick behalten sollten und mit dem wir eben auch arbeiten können. Aber was entscheidend ist, glaube ich, sind die Kosten der Infrastruktur, die Louis ins Spiel gebracht hat. Und da möchte ich eine ganz kurze Anekdote erzählen von den Stadtwerken Leipzig. Darf ich? 1996 haben die Stadtwerke Leipzig einen Telekom-Wettbewerber im Rahmen der Deregulierung gegründet, die Elkom, um also Telekom-Dienstleistungen an KMUs zu verkaufen und sich zu positionieren im Wettbewerb und haben das gemeinsam mit privatem Geld getan. Sprich, was passiert ist, ist, dass die von öffentlichen Steuergeldern dann errichteten Infrastrukturen der Energieversorgung bereitgestellt wurden, um eine private Firma zu etablieren, die diese Dienste dann wiederum privat kapitalisiert und ausnutzt. Und ich denke, das ist der entscheidende Fall, also dieses, wenn Sie so wollen, Public-Private-Partnership-Sellout, das da stattgefunden hat, ist keine Lösung, um die, und da komme ich zu Kosten der Infrastruktur, um diese dann eben zu finanzieren, denn, und das ist der Punkt bei dem Smart Meter, die kosten Geld. Das heißt, wie will man die finanzieren? Und die Antwort darauf ist eigentlich nur, dass es um ein Scaling von guten Lösungen gehen könnte. Also, dass man wirklich schaut, was sind die Smart Meter, die wirklich gut funktionieren, die entsprechend nach Economies of Scale günstig herzustellen und den Städten eben zur Verfügung zu stellen und dass die Städte das verdammt nochmal selbst finanzieren. Denn ich meine, Geld ist ja nun da. Also das wäre eigentlich mein Kommentar dazu.
Dankeschön. Vielleicht dann kurz ans Panel. Mir ist es sehr schön, dass du ein Beispiel genannt hast, was auch schon ein paar Jahre zurückliegt, weil was mir dazu einfällt, ist bestimmte Debatten, wo man das Gefühl hat, sie sind so ein bisschen eingeschlafen. Carbon Tax, Abgaben, um solche Infrastrukturkosten zu tragen. Mittlerweile sind wir dabei zu diskutieren, warum große digitale Konzerne überhaupt gar keine Steuern in Europa zahlen, mit denen man ja auch gegebenenfalls bestimmte Dinge querfinanzieren könnte. Wie haben wir es eigentlich erlauben lassen, sozusagen, dass eine Debatte darum, ob sozusagen nicht mehr Geld für ökologische Maßnahmen auch durch bestimmte Besteuerung von nicht ökologischen Tätigkeiten eingetrieben werden müsste. What happened there? Ja, weil wir von der Regierung eine Riesenangst haben, die Steuerdiskussion zu führen. Und Steuer erhöhen ist tabu und da geht zurzeit gar nichts. Wir haben vor 20 Jahren haben wir die Ökosteuer von 2 Pfennig auf Strom gehabt. Die gibt es immer noch, aber diese Diskussion findet zurzeit nicht statt. Ich finde es auch faszinierend, vielleicht jetzt noch mal ganz kurze Anekdote, dass sowas im digitalen Innovationsbereich auch nicht stattfindet. Ich finde es total faszinierend, wie viele Accelerator, Wettbewerber, Ausschreibungen es für Social Innovation gibt, was ich nicht sagen will, dass es nicht total wichtig ist. Aber dass es nicht dasselbe für Ecological Innovation gibt und diese sozusagen Nachhaltigkeitsdreieck-Geschichte, das ökologische Dreieck immer weiter hinten runterfällt eigentlich in der Diskussion. Guten Morgen, Silvia Traunwiese, Universität Salzburg. Wir leben in einer Surveillance Society, wo sämtliches Sammeln von Daten eine Form der Überwachung und Kontrolle darstellt. Ob es der Beruf, das Zuhause, die sämtlichen Lebenswelten sind. Die Frage ist jetzt die, Recht ist ein mögliches und notwendiges Instrument zur Regulierung. Und als Juristin weiß ich davon. Ist es aber ausreichend? Habe ich auch einen Anspruch auf überwachungsfreies Arbeiten und Leben, wie auch auf selbstbestimmtes Arbeiten und Leben? Dankeschön. Ich würde sagen, wir sammeln jetzt vielleicht so an der Stelle, vielleicht auch nur ganz kurz dazu, der Bitkom, also der Bundesverband der deutschen Digitalwirtschaft sozusagen, sieht gerade im Bereich Smart Metering Messsysteme komplett umfassend auf höchstem Niveau Datenschutz reguliert. Also offensichtlich auch da wieder so ein bisschen das Zusammenprallen unterschiedlicher Sichtweisen auf dieses Thema. Ganz oben in der Ecke, bitte. Genau. Thomas von Goliath Watch aus Hamburg. Ich beschäftige mich relativ stark mit Google und wir fahren gerade eine Kampagne dagegen, weil wir feststellen, dass total viel Markt macht und wir müssen da eigentlich irgendwie ran. Was wir halt sehen in unserer Arbeit, dass wir gerade die große Fusion von Bayer und Monsanto hinter uns haben, damit eigentlich eine der größten Fusionen nach der Nachkriegsgeschichte, und Bayer hat es argumentiert mit Digitalisierung. Und die Kommission war eigentlich relativ zurückhaltend und hat eigentlich erst gar nicht hingeschaut. Erst als die Zivilgesellschaft protestiert hat, wurde da überhaupt erst mal hingeschaut. Also was mein großes Problem ist, wir haben gerade eine Veränderung des Wettbewerbsrechts und die Zivilgesellschaft fängt gerade erst mal an, in Deutschland dahin zu schauen. Ich war vorgestern auf einem Treffen in Amsterdam und es beschäftigt sich eigentlich niemand, wie eigentlich die Kartellbehörden eigentlich auf diese Großkonzerne schauen. Es wird immer hier gesprochen von Zerschlagung und wir müssten da eigentlich mal ran. Aber wir sind da aktuell dort und wären total froh, wenn da mehr Leute hinkämen und mehr NGOs und mehr Aktivistinnen, um da mal hinzugehen. Ja, um da richtig mal zu sagen, wir wollen ein Kartellrecht, das eigentlich da durchgreift und die Märkte, wie die ganzen kleineren alternativen Projekte, dass sie ja Raum kriegen. Ich rede zum Beispiel Greenpeace Energy im Energiemarkt oder die ganzen Kooperativen, die sich dann bei Google und bei anderen irgendwie durchsetzen müssen. Deswegen hätte ich also 2 Fragen. Wie wollen Sie zu Kartellrecht arbeiten hier am Podium? Sehen Sie das als Weg? Weil wir sind aktuell nur eine kleine Gruppe von 5, 6 NGOs und total froh, dass der Chaos Computer Club dabei ist. Und das Zweite ist, müssen wir denn eigentlich die technischen Standards wie die DIN und die ISO-Normen politisieren und eigentlich viel, viel stärker reingehen und da eigentlich politisch arbeiten dazu? Dankeschön. Nehmen wir noch eine und dann, ihr merkt euch, worauf ihr antworten möchtet, ja? Ja, ich komme aus einer Kommune hier im Speckgürtel, möchte nur noch eine Anmerkung machen zu dem Herrn, der das Beispiel aus Leipzig gemacht hat. Kommunen sollten das bezahlen. Das ist eine Frage der finanziellen Selbstbestimmtheit der Kommunen und in Deutschland sind es über 80% der Kommunen nicht.
die entscheiden können, mache ich das oder wie mache ich das. Meine Kommune kann es glücklicherweise. Wir befassen uns im Moment mit den Folgen des Klimawandels. Wie können wir Stadtentwicklung machen, um die Folgen des Klimawandels unter anderem auch mit Hilfe von digitalen Handwerkszeug zu regeln? Und da habe ich eine ganz konkrete Frage an die Frau Heuss. Sie sagten, der Gesetzgeber weiß gar nicht, was da so auf uns zurollt und der müsste eigentlich besser informiert werden. Ich meine, gerade in Deutschland, der Gesetzgeber weiß sehr genau, was da passiert, aber er reguliert halt nicht, weil die Lobby halt sehr stark ist. Deshalb bin ich sehr froh, dass dieses Panel doch relativ offen zivilgesellschaftlich ist und auch gerade da aufzeigt, wie eigentlich Regulation sein müsste, damit Verbraucherschutz funktioniert und damit aber auch nicht die Großen ihre Macht, die ja nicht nur Wirtschaftsmacht ist, sondern letztlich auch politische Macht, so ausbauen, dass wir da nur gruselig an Orwell denken müssen. Vielleicht könnten Sie aber noch mal was dazu sagen, wie konkret denn Gesetzesvorhaben im Moment auf die lange Bank geschoben werden in Deutschland. Das kennen Sie sicher alle. Was macht man da? Dankeschön. Dann würde ich sagen, fangen wir mit dir an und gehen dann mal rum und dann machen wir noch mal eine zweite Runde. Ja, also was Regulierung anbetrifft, ist ja Greenpeace eine Regulierungsforderungsmaschine. Das heißt, wir fordern ja im Prinzip in allen unseren Kampagnen, dass der Gesetzgeber die Vorgaben macht, die wir brauchen, um eine umweltgerechte Politik herzustellen. Ich glaube, hier vermischen sich gerade zwei Dinge. Ich komme sozusagen von Seiten der Umwelt-NGO und wir sagen, der Gesetzgeber hat genügend Wissen und das sehen wir ja auch gerade bei dem aktuellen Dieselskandal, um einen Ausstiegspfad aus dem Verbrennungsmotor letztendlich gesetzgeberisch zu planen. Wir sind auch in der Kohlekommission und sagen, hier brauchen wir ganz klar Regulierung. Wir brauchen also ein Kohleausstiegsgesetz. Was jetzt die Regulierung von persönlichen Daten anbetrifft, da bin ich jetzt nicht die Expertin. Das sowas fordern wir ja auch nicht. Und deshalb kann ich jetzt dazu keine Stellung nehmen an dem Ort. Ich habe immer vermutet, dass da wir es bei diesem Thema Internet und Datensicherheit um ein hochinnovatives Thema sich handelt, dass die deutsche Bundesregierung so ein bisschen im Verständnis hinterherhinkt und auch auf europäischer Ebene gar nicht gesehen wird, was passiert da. Und man hätte diese DSGVO, die wir jetzt hier haben, die hätte man ja möglicherweise auch schon früher einführen können. Und sie hat ja auch noch ihre Schwächen. Und sie nimmt eben nicht in Betracht, dass die weltweiten Konzerne auf dem europäischen Markt relativ frei agieren können. Aber dazu kannst du sicherlich viel mehr sagen. Ein Beispiel oder eine Antwort noch zu dem Mann, der oben noch mal seine Frage gestellt hat. Und da ging es ja auch im Prinzip um Greenpeace Energy. Wir sind natürlich dafür, dass es zivilgesellschaftliche, private, genossenschaftliche Formen gibt, die letztendlich eine Art und Weise des Wirtschaftens haben, die dem von Monopolen und von großen Konzernen entgegensteht. Das sehen wir bei der Energiewende. Wir selber haben mit Greenpeace Energy eine Genossenschaft dafür gegründet, damit eben alternativer und richtig grüner Strom angeboten werden kann. Davon wünschen wir uns mehr und natürlich wollen wir auch, dass die großen Energiekonzerne ihr Geschäft abgeben müssen an eine letztendlich dezentrale, genossenschaftlich organisierte Form der grünen Energie bei der Energiewende. Dankeschön dafür. Genau, wir hatten ansonsten noch die Frage nach Kampf gegen Kartellen und dem selbstbestimmten Leben. Möchte noch jemand anders von euch? Ich kann kurz aufgreifen, weil auch die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union gefallen ist. Zum Kartellrecht, ich glaube, dass das Problem, was wir jetzt als Deutschland haben, ist, Wettbewerb wird häufig auf EU-Ebene reguliert und es ist sehr, sehr schwer, noch 28 Staaten, so zu koordinieren, dass man in der EU wirklich mitbekommt, was passiert und was es für Konsequenzen hat. Also ich glaube, dass einfach für Zivilgesellschaft es gar nicht so einfach ist, alle Prozesse zu verfolgen und effektiv zu sein. Für Mozilla, wir haben ein Büro in Brüssel, wir konzentrieren uns auf die europäische Politik, weniger auf die nationale, einfach weil dort der Wettbewerb, gerade auch wenn es um Internetkonzerne und große Datenträger geht, ist es einfach effektiver letzten Endes, wenn man versucht, kollektiv zu arbeiten. Zur Datenschutzgrundverordnung, die ist nicht perfekt, ohne Frage. Sie ist auch noch relativ neu. Wir haben sie erst seit ein paar Monaten, aber sie ist ein wichtiger Schritt, um
auszutesten, was ist denn möglich, damit man überhaupt herausfinden kann, was braucht man denn als nächstes. Also um ein Beispiel konkret zu nennen, Privacy Internet, es gibt jetzt ein kollektives Klagerecht, was vorher nicht möglich war, aber als Bürger kann ich mich mit anderen auch in anderen Staaten zusammenbringen und zum Beispiel Privacy International klagt im Namen von Bürgern, die sich dazu bereit erklärt haben, gegen oft gar nicht so bekannte Data Broker, also sowas wie Axiom oder andere, die halt unsere Daten weiterverkaufen im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung, um dann herauszufinden, haben die eigentlich zu viel Wissen über uns. Das heißt, wir werden erst, wenn dieses Urteil gefallen ist, herausfinden, wie viele Zähne die DSGVO tatsächlich hat. Und das ist extrem wichtig. Der Prozess ist langwierig, aber das sind zumindest Instrumentarien, wo wir anfangen können, Macht ein bisschen einzuhegen. Insofern ist sie nicht perfekt, aber zumindest ein Ansatz. Aber wir gucken tatsächlich eher auf die EU-Ebene als auf die nationale Ebene. I would like to make a point on the, let's say, the regulation. I think that there are two aspects. My view is that business is losing an opportunity right now. I think business needs to take bold steps to address the concerns of the consumers from the civil society in relation to this discussion around data, privacy and security. I think companies should define for themselves a set of principles, clear principles, whereby they ensure that they take responsibility and then through that responsibility they create trust in the civil society. And I don't think companies are doing enough. As I say, companies normally, they want to make money and money and money. And to make money and to continue to make money, they need to change the business model. I think the digital technology, digital industry is making a mistake today. So these principles for digital responsibility, they need to be defined. Then we need a standard. We need someone to control that, or you need an auditing system so that we make sure that this level of trust exists in the society. And then, of course, the policymakers, they need to fulfill their role as well. So both things need to go all together. Thank you. Ich möchte noch mal was zum Wettbewerb sagen. Wir sind Fan von einem guten, funktionierenden Wettbewerb. Die Verbraucher kaufen Produkte von Unternehmen, die anbieten. Und wenn wir einen guten Wettbewerb haben, haben wir niedrige Preise. Ein Beispiel, vor 20 Jahren hatten wir einen nicht liberalisierten Energiemarkt. Es gab ganz wenige Unternehmen. Und dann hat man gesagt, wir wollen den Markt liberalisieren, um mehr Wettbewerb zu bekommen. Das war ein ganz schwieriger Prozess, der ging über 5 Jahre oder sogar über 10 Jahre und wurde vorangetrieben von der EU-Ebene und die deutsche Bundesregierung hat sich damals nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert und es hat ganz lange gedauert, bis man so weit war, dass die Verbraucher ihren Stromanbieter frei wählen konnten. Das ging früher nicht. Das ist ein Riesenerfolg. Dann in Richtung nochmal Kartellrecht, obwohl ich bin ja jetzt kein Kartellrechtsexperte, aber wir haben jetzt gerade ein schönes Beispiel, wo im Frühjahr war das, glaube ich, im März oder so, wo die Firma Innogy aufgeteilt werden wird zwischen E.ON und RWE. Da wird es eine zusätzliche oder eine neue Konzentration geben. Und da sind tatsächlich die entsprechenden Behörden aufgefordert, sprich in Deutschland das Bundeskartellamt, aber auch auf EU-Ebene eben die entsprechende Behörde, DG-Wettbewerb ist das, dass die wirklich das existierende Kartell- und Wettbewerbsrecht auch anwenden. Und das ist ganz wichtig, wenn das, dann funktioniert der Markt auch. Bloß wenn das nicht richtig angewendet wird, umgedreht dann eben nicht. Das ist ganz wichtig für uns. Sehr schön. Wir machen noch eine zweite Runde. Ich würde sagen, gerne kurze, knackige Fragen, gerne kurze, knackige Antworten. Vielleicht als Anekdote nochmal, während jemand zum Personen geht, die ein Mikrofon haben möchte. Einer meiner Lieblingspanel-Momente 2018 war, als ich mit dem tollen Ulf Burmeier auf einem Panel gesessen habe und jemand von Facebook und Ulf meinte, eigentlich müsste man Facebook doch auch einfach zerschlagen. Das ist alles viel zu konzentriert. Der Messenger, die Event, das könnte man alles auseinandernehmen und in kleinere Unternehmen packen, damit man einfach auch mehr Wettbewerb und Wahlmöglichkeiten hat. Was
ja, was soziale Mediennutzung angeht. Der Mensch von Facebook fand das natürlich nicht so einen schönen Vorschlag. Bitte schön. Ja, danke schön. Ludwig Schuster, mein Name. Ich greife das Stichwort mal auf, Facebook zu zerschlagen. Da gab es auch vorher mal eine Kampagne, Twitter zu kommunalisieren, würde ich fast sagen, also Twitter in eine Genossenschaft zu überführen. Das trifft für mich schon ein bisschen den Punkt in der ganzen Angelegenheit. Sie hatten vorhin gesagt, eigentlich müssen wir uns doch entscheiden, ob wir eigentlich am Klimaschutz zugrunde gehen wollen oder am Datenschutz. Ja, diesen Zwiespalt müssen wir aushalten. Dann war an anderer Stelle gesagt, naja, eigentlich die Politik traut sich nicht mehr, Steuern zu erheben. Und da liegt für mich so ein bisschen der Pudelskern. Wir haben uns politisch selber so entmächtigt und huldigen so diesem Wachstumsgedanken, diesem pathologischen Wachstumsgedanken, dass wir Konzernen und Start-ups und jedem beliebigen Akteur erlauben, Wachstum um jeden Preis zu generieren. Und dann kommen wir im Nachhinein und sagen, ja, jetzt müssen wir aber regulieren, dass es uns nicht so wehtut. Und vielleicht müssten wir das mal umdrehen und uns stärker an gesellschaftlichen Zielen ausrichten und dann gucken, wie kriegen wir das in einem liberalisierten Markt so hin, dass wir die gesellschaftlichen Ziele mit möglichst geringen Ressourcenkosten erreichen. Das heißt, einfach das Dreieck vom Kopf auf die Füße stellen und nicht mehr Wachstum um jeden Preis, sondern gesellschaftliche Entwicklung um jeden Preis, unseren Planeten erhalten um jeden Preis und gesellschaftliches Wohlergehen für alle um jeden Preis. Das ist fast schon ein, ja, finde auch, hat Applaus verdient. Ich finde auch sehr schön, dass so Zwiegespräche sozusagen zwischen Publikum und Panel. Das ist wirklich toll zu sehen, weil das passiert selten. Und es war schon fast ein tolles Abschlussstatement. Da hätten wir noch eine Stunde Zeit, würde ich sagen, wir leiten jetzt über, ob die ganze Datenökonomie uns nicht auch zunehmend in eine immaterielle, postkapitalistische Ökonomie führen kann. Aber ich glaube, dafür reichen die letzten 5 Minuten leider nicht. Deswegen, wir nehmen noch eine Frage und dann machen wir eine kurze Abschlussrunde. Wenn es noch eine Frage gibt. Guten Tag, mein Name ist Dorothea Ernst. Ich hatte von 2006 bis 2011 die großartige Aufgabe bei Philips, einem von diesen von Ihnen doch sehr beschimpften Konzernen, das Thema Nachhaltigkeit als Innovationskraft einzuführen. Das war damals eine Pionieraufgabe, weil es eigentlich noch niemanden gab, der das gemacht hatte in der Welt. Also Nachhaltigkeit war schon immer ein Thema im Sinne von Health and Safety und das Berücksichtigen von Umweltgesetzgebung, aber nicht in dem Sinne, dass man sagt, okay, wir gucken uns die globalen Probleme an, wie Klimawandel oder die Gesundheitsproblematik und richten unser komplettes unsere Innovationsstrategie danach aus. Was ich frage an das Panel ist, was würde passieren, wenn Sie anfangen, gedanklich Unternehmen als Partner für den Wandel zu sehen, statt als Quelle für die Problematik. Ich durfte bei dem IUCN-Konferenz 2008 erleben, wie das erste Mal passierte. Ich war in meiner Zeit, als ich dieses Thema für Philips entwickelt habe, ganz oft auf der Double Bad Guy-Seite. Und das ist keine gute Situation, weil Unternehmen einfach da sind und auch wichtig für unsere Gesellschaft. Und ich frage mich einfach, was müsste bei Ihnen passieren, damit Sie Unternehmen als Partner sehen können und nicht als Schuldige? Vielen Dank dafür. Ich würde das gerne sozusagen zur Abschlussrunde machen und bitte greift alle die Frage auf. Ich würde sie einfach nur noch mal ergänzen und erweitern. Wir hatten ja vorhin schon mal ganz kurz über neue Allianzen gesprochen und ich fände es eigentlich ganz schön, wenn wir zum positiven Ausblick rausgehen würden und deswegen diese Frage aufgreifen und vielleicht mit so einer kleinen Wunschvorstellung verbinden. Was könnte es für eine neue Allianz, gerade auch zwischen Unternehmen, zwischen Corporates, aber auch zwischen Regierungen als Akteuren, zwischen unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Akteuren geben, die uns vielleicht einen Schritt voranbringen. Ich hatte ja schon meinen Vorschlag gemacht. Greenpeace und CCC schreiben Smart City Konzepte. Was kann es noch für andere Allianzen, für neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit geben? Was könnte eine coole Idee sein, mit der wir hier rausgehen und was Neues ausprobieren? Jeder darf. Wer möchte? Möchtest du anfangen? Well, I want to leave with two positive messages. The main discussion was about Bits and Bäume. I would like to
I think I can confirm that the ICT industry, so the digital industry, will be getting more trees into the world. So our latest report says that we can reduce 20% of the global emissions between 2015 and 2030. And I think this is a clear positive message. I do believe that this figure is even bigger next year when we do the next report. The other thing is that from the private sector, and coming from the last question, from the private sector perspective, we are now in GESI creating an innovators network platform. It's an online platform to discuss this problematic that we are talking around this room. And this platform will be made of private sector, NGOs, so we have Amnesty International, we have foundations, we can have consumer initiatives or Greenpeace part of that. We have people, we have governments. It's a platform where we want to discuss and educate people around the challenges that we have: data security, climate change, refugees issues, data protection, whatever. We will have different clusters, and we want to initiate a dialogue around this online, whereby we come up with solutions to respond to quite big challenges that we have around the world. Dankeschön, thank you. Innovators Network. Das war wirklich eine sehr philosophische Runde. Wie geht man damit am besten um? Also zum einen, was erhoffe ich mir an neuen Allianzen? Ich hoffe definitiv, dass Umweltbewegung und Digitalbewegung mehr zusammenarbeiten, weil ich glaube, dass wir in den Narrativen, wie wir bestimmte Probleme erklären, sehr viel voneinander lernen können und hoffentlich damit auch gesellschaftlich weiterkommen. Ich glaube, dass Städte sehr viel Potenzial haben, Akteure zu sein, die Gutes bewirken können und viel entgegenwirken. Dass Unternehmen nicht die Schuldigen sind, ist, glaube ich, völlig klar. Das sollte auch so nicht rüberkommen. Es gibt Probleme, die kritisiert werden müssen. Und jeder Akteur, Regierung, Zivilgesellschaft, Unternehmen muss akzeptieren, dass sie Dinge falsch machen und dafür auch kritisiert werden. Ich glaube, der Punkt ist viel eher, dass wir gemeinsam daran arbeiten, dass ein Verantwortungsbewusstsein für die Macht, die sie haben, einsetzt. Nur wenn man ein Gefühl von Verantwortungsbewusstsein hat, wenn also die Menschen, die egal wo sie arbeiten, wirklich davon überzeugt sind, dass wir zum Beispiel Privatsphäre schützen müssen, nur dann kann ich doch tatsächlich so designen und so Produkte erstellen, dass sie auch wirklich Gutes tun und nicht nur auf Profit für die Gewinnmargen der Shareholder dienen. Und dieses Umdenken ist ein soziales Umdenken, wofür es eben eine sehr laute und kritische Zivilgesellschaft braucht, um genau dahin zu kommen, weil jeder von uns umdenken muss. Und ich glaube, das wäre da mein Schlusswort. Dankeschön. Verbraucherinnen und Verbraucher suchen zunehmend nach Nachhaltigkeit und nach nachhaltigen Produkten. Und wir reden auch mit Unternehmen über diese Thematik und freuen uns über diejenigen, die diese Sparte auch bedienen und auch dafür Transparenz sorgen. Das begrüßen wir sehr. Und diese Unternehmen gibt es. Und ein Wunsch und verbunden mit einer Forderung auch ist, im Bereich Digitalisierung, digitales Zuhause, Smart Home, ist es ganz wichtig, dass, wenn man das nicht möchte, also wenn man auch weiter im analogen Zuhause wohnen möchte, dass das auch in 10 Jahren noch möglich ist. Dankeschön. Ja, ich halte und ich muss natürlich auch den Klimawandel für das größere Problem halten als Big Data. Es gibt aber tatsächlich eine Verbindung, die mir sehr wichtig ist. Big Data hat etwas zu tun mit einer aggressiven Form des Neoliberalismus. Und der Neoliberalismus letztendlich mit seinen Produktionsformen, die dazu letztendlich treiben, über Produktion und über Konsumtion zu fördern, sind das Fundamentalproblem für die Umwelt. Je mehr Produkte, je mehr Dienstleistungen, ein ausdifferenzierteres Internet sorgen dafür, dass wir einfach mehr CO2 verbrauchen, dass wir weiterhin länger bei fossilen Energieträgern bleiben. Das wollen wir verändern, das müssen wir verändern. Das trifft jetzt auch das, was Sie da eben gesagt haben, nochmal im Kern. Wenn wir nicht dahin kommen, ob es nun durch Regulation ist, durch mehr Gemeinwohl, durch politische Einflussnahme dafür zu sorgen, dass die Menschen auch umdenken und sich hinterfragen, was brauchen wir wirklich, dann können wir nicht einen vernünftigen Umweltschutz machen und dann können wir auch keinen vernünftigen Klimaschutz machen. Das brauchen wir. Vielen, vielen Dank dafür.
Die Zeit ist vorbei, mein Kaffee ist alle. Es war mir eine große Freude. Vielen Dank an euch alle, dass ihr so früh heute Morgen hier wart, um zuzuhören. Ich hoffe, ihr findet genau wie ich, dass es sich sehr gelohnt hat. Es war sehr, sehr spannend, mit euch die Bühne teilen zu dürfen. Ich wünsche euch allen noch einen ganz tollen Tag bei Witz und Bäume. Nochmal einen großen Applaus.